Ja, wir als KS bieten Anlagen für die Getränkeindustrie, das heißt von der ersten Idee bis zur vollständigen Produktionsanlage liefern wir vom Design über die Herstellung auch die Inbetriebnahmen der Maschinen draußen. Unsere typischen Kunden benutzen so etwas, wie ich hier in der Hand habe, also Flaschen, die befüllt werden sollen mit Produkten, die typischerweise auch als Getränk angesehen werden. Wir am Standort hier in Bad Kreuznach sind eines der Werke, was die Hauptmaschinerie der KAS auch baut. In meinem Fall sind das die Füllmaschinen, die nicht nur PET-Flaschen, sondern auch Glasflaschen und Dosen, Abfüllanlagen herstellen. Und diese Anlagen werden hier im Standort von der ersten Angebotsphase über Zeichnungen, Entwicklungen so weit vorangetrieben, dass man diese Anlagen hier vollständig herstellen und bauen kann. Dabei brauchen wir natürlich Maschinen wie diese beiden Syralus, die wir in der Produktionshalle stehen haben, die für uns die Hauptteile der Füllmaschinen auch herstellen. Das sind große Dreh- und Frästeile, die Durchmesser bis 6,5 Meter und riesige Werte auch darstellen für uns. Das heißt, vom ersten Materialbeginn bis das Teil tatsächlich verbaut ist, gehen 10 bis 12 Wochen ins Land. Und diese Zeit ist für uns ganz entscheidend wichtig, dass wir eben mit den beiden Maschinen sehr kurze Durchlaufzeiten haben, aber auch entsprechend die Qualität erwarten können, die wir in unserer Branche brauchen. Das heißt, es gibt kein Ausschussteil. Jedes Teil muss bei uns 100% durch die Fertigung hindurchlaufen und muss am Ende auch verbaubar sein. Die Entscheidungsgründe für den Kauf der beiden Soralus-Maschinen in unserem Haus, in dem überwiegend Edelstahl bearbeitet wird, der in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird, unsere Bauteile, waren unter anderem die Flexibilität der Maschine, die Komplettbearbeitung unserer Teile, sprich Fräsen, Drehen, Bohren, Winkelbearbeitung, die Winkelbearbeitung, wie gesagt, die Komplettbearbeitung, dann die Zusammenarbeit mit Soralusche zum Aufstellen der Maschine bei dem geringen Platzbedarf, der hier in unserem Haus vorhanden war, was zu sehr guten Lösungen geführt hat. Die zweite Maschine ist so ausgelegt, dass wir Teile bis Durchmesser 4,5 Meter bearbeiten können, ohne die Spannbalken zu verschieben bzw. zu erweitern. Bis 6,5 Meter können oder bis 7 Meter können wir Teile bearbeiten, wenn wir die Spannbalken erweitern. Mit dem Winkelkopf, Universalwinkelkopf, der in einer Pick-up-Station mit weiteren Köpfen, Verlängerungsspindel, Drehstahl abgelegt wird. Y-Achse hat einen Befahrweg von 3200 Meter, X-Achse von 6 Meter. An der zweiten Maschine, die ersten Maschine, hat einen Y-Weg von 5 Meter, einen X-Weg von 14 Meter, ein Plattenfeld von 10 Meter. Und auf dem Drehtisch ist eine Bearbeitung von 6,90 m im Durchmesser möglich. Das längste Teil läuft ca. 100 Stunden, die Bearbeitung. Die kürzeste Bearbeitungszeit an einem Teil sind ca. 20 Stunden. 60, 70 bis 80 Teile, je nach Größe, wo im Jahr auf der Maschine bearbeitet werden. Der Drehtisch hat die Eigenschaft, dass er auch noch in der sogenannten W-Achse verschiebbar ist um 2,5 Meter. Deshalb auch die große Bearbeitungsmöglichkeit von 7 Meter im Durchmesser. Die Zufriedenheit ist relativ hoch. Ja. Oftmals so, wenn eine Störung auftritt und an dem Tag oder an dem Morgen wird telefoniert, kommt es häufig vor, dass am gleichen Tag noch ein Monteur im Einsatz ist. Das war auch mit ein Beweggrund gewesen, die Maschinen zu kaufen, weil der Service halt sehr nah an unserer Firma ist und wie gesagt, in der Regel innerhalb von einem Tag auch jemand da ist vor Ort.
auch das Ersatzteillager, wo in Limburg vorhanden ist, was geringe Lieferzeiten bei benötigten Ersatzteilen bedeutet und die Maschine auch wieder relativ schnell zum Einsatz kommt.